2, das fünfte und sechste Siegel, Verse 9 bis 17. Lesen wir den Vers 9 einmal gemeinsam. Bitte. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihrer Zeugnisse willen. Bei der Öffnung des fünften Siegels folgte kein Gericht Gottes, sondern Johannes sah die Märtyrer, die um des Zeugnisses Jesu willen umgebracht worden waren. Sie befanden sich wie damals die Schlachtopfer, die Gott dargebracht wurden, unten am Altar. Die Tatsache, dass sich Gott ihnen gesondert in einem ganzen Siegel widmete, zeigt, dass er ihre Treue und ihr Opfer nicht vergessen hatte, sondern sich bis zum Ende daran erinnert. Lesen wir gemeinsam den Vers 10, bitte. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wenn wir diesen Vers ohne Bibelstudium lesen, dann klingt er auf den ersten Blick wie ein Hass- oder ein Rachegebet. Aber das war es nicht, sondern die Märtyrer appellierten hier im Gebet an die Gerechtigkeit Gottes, indem sie seine Heiligkeit, seine Wahrhaftigkeit und Souveränität anerkannten. Es drückte ihre Sehnsucht nach dem endgültigen Sieg und der Wiederkunft Jesu aus. Lesen wir den Leitvers, Vers 11, einmal gemeinsam, bitte. Und ihnen wurde gegeben, an jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Den Märtyrern wurde ein weißes Gewand gegeben. Dieses weiße Gewand ist das Gewand der Überwinder. Es war ein Symbol dafür, dass Gott ihre Hingabe angesehen hatte. Sie waren vollkommen rein und gerettet und hatten jetzt schon garantiert den Sieg und das Himmelreich. Aber sie sollten noch Geduld haben. Gott würde sie rechtfertigen, aber nicht jetzt sofort, aber mit hundertprozentiger Sicherheit gemäß seinem Zeitplan. Sie dürften auf die Gerechtigkeit Gottes vertrauen. Wir fragen uns manchmal, warum wir als Christen Ungerechtigkeit erfahren müssen. Aber wir dürfen auf die Gerechtigkeit Gottes vertrauen. Gott liebt die Sünder, aber er akzeptiert die Ungerechtigkeit nicht unbegrenzt. Er wird die Hingabe und Schmerzen, die wir um seinetwillen getragen haben, hundertprozentig sehen und uns am Tag des Gerichts rechtfertigen. Die nächste Generation mag sich fragen, warum sie nicht jetzt ihr Leben in der Welt genießen und später schnell Buße tun und trotzdem in das Reich Gottes kommen können. Aber sie dürfen darauf vertrauen, dass Gott seine Gerechtigkeit an ihnen offenbaren wird. Sie dürfen wissen, dass es ein absolutes Privileg ist, dass sie von jungem Alter an durch Jüngererziehung, Lebensgemeinschaft und Bibelstudium ihr Leben für Gott hingeben dürfen. In den Sendschreiben an die sieben Gemeinden haben wir bereits gesehen, dass die ersten Christen, die auch Adressaten dieses Buches sind, sich unter der römischen Herrschaft in feurigster Verfolgung befanden. Die grausamste und systematische Christenverfolgung wie der Holocaust wurde 303 nach Christus von Kaiser Diokletian eingeleitet und dauerte fast 10 Jahre an. Er wollte die Christen vollständig ausrotten. So starben viele auf grausame Weise durch Schwert, Verbrennung oder den wilden Tieren vorgeworfen den Märtyrertod. Für sie war das fünfte Siegel eine Kraftquelle und Ermutigung, mit dem Blick auf die Gerechtigkeit Gottes unter allen Umständen an ihrem Glauben und an ihrer Liebe zu Jesus festzuhalten. Es bestärkte sie, dass auch wenn sie physisch getötet wurden, sie bereits die Überwinder sind, die das Reich Gottes erlangt haben. So bekamen sie die Kraft, Gott bis an den Tod getreu zu sein. Sie empfingen die Krone des Lebens, wie der Leitvers unseres Offenbarung-Bibelstudiums, Offenbarung 2,10 sagt. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.
möchten diesen Vers einmal gemeinsam lesen. Das rot markierte, bitte. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Durch ihr Vorbild wurden viele Menschen über mehrere Generationen hinweg bis zum heutigen Tag ermutigt, keine Kompromisse mit dem Zeitgeist einzugehen, sondern auf der Seite Gottes zu stehen und ihr Leben mit dem Märtyrergeist hinzugeben. Gott gebrauchte das Zeugnis ihres Märtyrertodes, um das römische Kaiserreich mit dem Evangelium zu erobern und darüber hinaus über alle Grenzen und Umstände hinweg auszubreiten. Lesen wir den Vers 11 noch einmal gemeinsam. Bitte. Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Durch das fünfte Siegel erkennen wir die Rolle der Gläubigen in der Endzeit, nämlich bis Jesus wiederkommt, trotz Widerständen die Mission Gottes kompromisslos zu erfüllen. Gottes Ratschluss ist, dass durch das Blut der Märtyrer das Evangelium ausgebreitet wird. Es ist leicht zu denken, dass wir in dieser Endzeit passiv, bequem und versteckt auf die Wiederkunft Jesu warten können. Aber Vers 11 sagt klar, dass bis Jesus wiederkommt, wir weiterhin den siegreichen Glaubenskampf führen und sogar durch das Märtyrertum Gott bezeugen dürfen. Letzte Woche haben wir von dem Beispiel Jim Elliots und seinen vier Freunden gehört, die sich entschieden, nicht für sich, sondern die Mission Gottes zu leben und sogar dafür ihr Leben hingaben, koste es, was es wolle. Ein berühmtes Zitat von Jim Elliot ist, wie da steht, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Das bedeutet in etwa, dass derjenige weise ist, der hingibt, was er sowieso nicht behalten kann, um etwas zu gewinnen, was er nicht verlieren kann, nämlich das Reich Gottes. Ihr Märtyrertod war die Grundlage dafür, dass das Evangelium unter den Auca-Indianern ausgebreitet wurde. Derzeit gibt es zahlreiche Christen in China, Nordkorea oder in den M-Ländern, deren Namen wir noch nicht einmal kennen, die ihr Leben für Jesus riskieren, indem sie seinen Namen verkündigen. Gott wird auch sie rechtfertigen. Jesus sagte in Markus 13,10, das steht da unten rechts, gleich können wir das gemeinsam lesen, bitte. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. In dieser Endzeit dürfen wir darum unsere Rolle als Gläubige erkennen, indem wir kompromisslos die Wahrheit Gottes bezeugen. Gott wird dadurch an den 1700 Universitäten in Deutschland, Europa, sogar bis hin in die M-Länder, Bibellehrer und Knechte Gottes, die bereit sind, ihr Leben zu lassen, unter der nächsten Generation aufstellen. Gott hat auch mich als eine nächste Generation Missionar für diese Endzeit aufgestellt. Meine Eltern gingen den Weg als wahre Christen konsequent, indem sie als Missionare auf Leben und Tod der Mission Gottes dienten und auch in der schwierigen Zeit Gottes Werk kompromisslos fortführten. Aufgrund ihres Vorbilds darf ich auch meine Rolle erkennen, als geistlicher Leiter und Überwinder mit dem Märtyrergeist in dieser Endzeit zu leben. Letztes Jahr wurde ich ein Privatdozent an der Uni Bonn und erwarb meinen zweiten Facharzttitel. Aber dies sind nur menschliche Titel und letztendlich alles vergängliche Tätigkeiten. Durch den heutigen Text darf ich meine wahre, geistliche und sinnvollste Aufgabe erkennen, als geistlicher Arzt und Hirte in dieser Endzeit Gottes Mission zu erfüllen. Mein Leben vor allem für die Mobilisierung der nächsten Generation hinzugeben. Gemäß meinem Lebensleitwort Lukas 1,15 darf ich ein Mann sein, der nicht groß ist vor den Menschen, sondern groß vor Gott. Im Vertrauen auf seinen Ratschluss darf ich auch daran glauben, dass Gott unsere Gebetsstunde auf dem Campus segnen und 120 geistliche Leiter an der medizinischen Fakultät aufstellen wird.
Was passierte nun, als das sechste Siegel geöffnet wurde? Lesen wir dazu gemeinsam die Verse 12 bis 14. Bitte. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Gott hatte die Natur als die beste Umgebung für den Menschen geschaffen und ihn als Krone der Schöpfung eingesetzt. Aber bei Jesu zweitem Kommen würde diese perfekte Umgebung nun zerstört werden und ihre Funktion verlieren. Ja, sie würde sich sogar gegen den Menschen richten. Es würden Dinge geschehen, die wir uns mit dem menschlichen Gedanken nicht vorstellen können. Der Himmel wird wie eine Papierrolle zusammengerollt und Inseln und Berge werden wie Spielfiguren auf dem Spielfeld wegbewegt werden. Diese Ereignisse hatte Jesus in seinen Endzeitreden auch vorausgesagt, wie es in Markus 13, 24 bis 26 heißt. Aber zu jener Zeit nach dieser Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Lesen wir die Verse 15 und 16. Bitte. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Die Zeit des Gerichtes würde so unerträglich sein, dass die Menschen aktiv zu den Bergen sprechen würden, sie zu bedecken. Wir lernen hier, dass das Gericht Gottes eine ernsthafte Sache und eine Realität ist. In der Welt hören wir oft, dass sich darüber lustig gemacht wird. Jemand in meinem Umkreis sagte einmal, also ich komme mit Sicherheit nicht in den Himmel. Ein anderer sagte, dann ist es halt so, dann gehe ich halt in die Hölle. Aber dies spiegelt wieder, dass sie das Gericht Gottes nicht ernst nehmen. Sogar viele Gläubige haben sich an falsche Lehren des Zeitgeistes adaptiert, sodass sie die Hölle nur noch als symbolisch darstellen. Aber die Bibel sagt klar, dass das Gericht Gottes kein Spaß, sondern unerträglich und unvermeidlich ist. Wir werden alle vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen und gerichtet werden, wie 2. Korinther 15 sagt, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Die Hölle ist real und wie ein Pfuhl, wo Feuer und Schwefel brennt und ewige Verdammnis herrscht. Lasst uns nicht leichtfertig sein, sondern die Warnung des Gerichtes Gottes ernst nehmen. Lesen wir einmal den Vers 17 gemeinsam. Bitte? Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Vers 17 wird eine relevante Frage gestellt. Wer kann dann vor dem Zorn des Lammes bestehen? Es ist die beste Nachricht, dass die Ungläubigen nicht in einer hoffnungslosen Situation sind, sondern dass es einen Weg gibt, vor dem Zorn des Lammes zu bestehen. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, aber er gibt den Sündern aus seiner Liebe die Chance, zu ihm zurückzukommen. Wie können wir das tun? Das wird Inhalt vor allem der nächsten Lektion sein. Und von GLEF, und deswegen lade ich euch alle herzlich dazu ein. Wir können uns die Errettung nicht erkaufen. Auch Google, Amazon und Apple mit all ihrem Geld können das nicht tun. Allein indem wir das Blut des Lammes aufnehmen, das heißt über unsere Sünde Buße tun und von den Sünden reingewaschen werden, können wir vor dem Zorn des Lammes bestehen. Preis sei Gott, dass er durch seinen Opfertod am Kreuz einen Weg für alle Menschen geschaffen hat, in sein ewiges Reich einzugehen.
Im heutigen Text haben wir den Beginn des Gerichtes Gottes der sechs Siegel kennengelernt. Der Inhalt dieser Siegel ist nicht unbedingt angenehm. Aber es ist der Ratschluss Gottes, wie Daniel 11,36 sagt, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Gerade in der Endzeit erfüllt Gott seinen Ratschluss, auch durch die Gläubigen. Darum dürfen wir mit Freude und Erwartung auf Jesu Wiederkunft hoffen und mit Freude auch am Leiden Jesu für die Erfüllung des Ratschlusses Gottes teilnehmen. Lasst uns in dieser Endzeit unser Leben für die Verkündigung des Evangeliums mit dem Märtyrergeist hingeben, sodass Gottes Wort auf den 1700 Campus in Deutschland, Europa, die M-Länder, China, Nordkorea und sogar bis hin in die Online-Welt gepredigt wird. Gott segne das GLEF, das ab nächste Woche beginnt, und stelle die nächste Generation als Übriggebliebene und Glaubenshelden auf, die mit den weißen Kleidern bekleidet als Überwinder leben. Thank you.